Erklärung war sehr nüchtern, sehr kurz. Ich glaube, dass sie angemessen gewesen ist der Situation. Aber vor allem ist es in der Tat so, wie Sie sagen, dieser Rücktritt war überfällig. Herr Wulff konnte das Amt des Bundespräsidenten nicht mehr mit der notwendigen Würde, mit dem für dieses Amt notwendigen Respekt in der Bevölkerung, bei Journalisten, in der Politik, in der Weltöffentlichkeit ausüben. Und deshalb war dieser Rücktritt überfällig. Ich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn nach den Rücktritten von zwei Bundespräsidenten, die wir in relativ kurzer Zeit gehabt haben, die CDU-CSU jetzt die Kraft findet, in der Tat sich zu einem überparteilichen Kandidaten durchzuringen. Wir hatten einen solchen Vorschlag schon einmal unterbreitet und in der jetzigen Situation hielte ich das, um Respekt vor dem Amt wiederherzustellen, auch um Respekt vor der dem Bundespräsidenten tragenden Fraktion wiederherzustellen. Herr Wulff stand ja nicht alleine. Er wurde von Frau Merkel persönlich vorgeschlagen, dass es jetzt Zeit wäre für einen überparteilichen Präsidenten. Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit, um einen überparteilichen, um einen gemeinsam getragenen Vorschlag für einen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt zu finden. Unsere Gesprächsbereitschaft ist signalisiert. Wir wollen dies. Wir werden da nicht auf Parteibuch oder andere kleinliche Interessen schauen, sondern wir sind für ein solches Gespräch bereit und ich hoffe, dass die CDU-CSU es ebenfalls